diese Ausstellung hier, die hat diesen roten Faden der Familie. Das beginnt mit einem großen Triptychon, was er vor 10 Jahren gemalt hat. Und als er reagierte auf den Tod seines jüngeren Bruders, der ist mit 23 Jahren ist der gestorben. Und das ist der Beginn eigentlich der Auseinandersetzung von Norbert Bisky mit dem Thema Familie, mit der eigenen Familie natürlich vor allen Dingen. Er war dann hier, hat sich das im Detail angeguckt und hat dann seine eigene Familiengeschichte in der Geschichte der Brauns wiedererkannt. Das will heißen, dass eben die Homosexualität, die hier in der Familie eine große Rolle spielte, die man natürlich damals nicht öffentlich zeigen durfte, das betrifft auch ihn und seine Familie. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo er gesagt hat, ja, das ist ja super, jetzt male ich neue Bilder, indem ich mich mit diesen historischen Fotografien und mit der Geschichte der Brauns auseinandersetze. Auf der einen Seite die Verwendung von bunten, poppigen Farben, die Motive, die haben Folgen eines Stereotype. Die Gesichter sind oft so ein bisschen wie auswechselbar. Das hat auch ein bisschen eben einen Anflug von Kitsch oder von so ein bisschen heile Welt. Und gleichzeitig aber kippt das auch permanent ab. Also es hat permanent über das Motiv, dann auch über die Farbigkeit, über die Auflösung der Motive, über die Komposition, hat es Elemente von einer Gefährdung eigentlich dieser Idylle oder dieses so ein bisschen Tralala, was so oberflächlich daherkommt.